Jo, Leute, es ist der einzig wahre Kase am Start. Ja, für die Leute jetzt auf YouTube. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Leute. Wir haben schon ein bisschen gequatscht, aber wir brauchen ja auch ein Intro. Also von dem her, Kase ist am Start. Wir quatschen ein bisschen, werden uns später noch das Brüderbattle reinziehen und die Analyse. Und ansonsten, wir haben jetzt keinen Plan gemacht irgendwie. Ne? Wir machen das so voll spontan und gehen so ein paar Themen durch, die uns halt einfallen. Vergesst den Like-Button nicht, die Glocke und abonnieren, Leute. Oha, Digga, du bist ja richtig schon im Endgame-Modus drin. Also, ich versuch, top. Zu supporten. Top-Influencer. So, aber ey, lass mal jetzt mal, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Die Leute fragen immer, wie geht's dir, Digi? Erzähl mal, ganz stumpf. Ich weiß ja, wie es dir geht, so halbwegs, aber für die Leute, was geht bei dir ab? Leute, Tachchen, ne, jetzt mal kurz Real Talk. Also es ist schon so, dass es bei mir immer noch ein ständiges Auf und Ab ist. Geht mir schon besser als jetzt noch vor ein paar Monaten, wo ich noch mega im Junkie-Modus war. Darf man das überhaupt sagen hier auf Twitch? Ja, du darfst nur kein Nippel zeigen, aber sonst ja. Auch als Kerl nicht, ne? Ich weiß es, ja, keiner, ist eher so ein Running Gag. Ja, gut. Erzähl. Es ist ein Auf und Ab. Es ist, ja, mal ganz schwierige Tage, wo ich kaum aus dem Bett komme, bis hin zu, mir geht's super gut und ja, bin eigentlich total gut gelaunt und gut drauf, hab Motivation für alles. Es ist wirklich halt ein Auf und Ab, aber jetzt, man merkt schon, jetzt die Winterzeit und so weiter, die drückt schon mehr als, ja, andere Monate. Mhm. Aber ich finde eigentlich, mir geht's ganz gut. Also mir geht's eigentlich ganz okay, ein bisschen finanziell. Läuft nicht ganz so gut, aber sonst ist eigentlich alles wirklich im Rahmen. Aber besser als noch vor einer gewissen Zeit, meinst du damit? Also ja, es ist zwar auf und ab, aber nicht mehr so wie in dieser wirklich schlimmen Phase, in der du irgendwie vor ein paar Monaten oder so warst. Also diese Mega-Junkie-Zeit, das kannst du gar nicht vergleichen mit also das ist was, ein ganz anderes Level. Es ist zwar jetzt nicht so, dass ich zu 100% auf dem Mega-Level bin und sage, ich bin voll gut drauf jetzt, seitdem ich aufgehört habe mit allem und sowas. Aber es ist schon befreiend gewesen, sagen wir es so. Es ist jetzt auf einem Level, wo ich nicht mehr so extrem depressiv bin. Ja, mm-hmm. Also, kommen schon noch mal so Phasen rein, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr, also da steigt nicht mehr so eine Grenze, sagen wir es mal so. Vielleicht kannst du das ein bisschen... Ja, ich kenne das. Auch das mit den Wintermonaten, Digga, musst du mir nicht erzählen, geht mir auch immer so. Also Winter ist für mich immer, meistens fängt es bei mir so, vor allem im Januar an, also wenn der Winter sich dann ein bisschen gezogen hat, so wenn schon eine Weile so diese Sonne sich nicht mehr zeigt, dann, also bei mir ist meistens... So, Weihnachten geht dann irgendwie. So, ich weiß, viele haben vor allem Weihnachten Probleme. Ne? Ich glaube, die meisten Suizidversuche sind ja auch. Ja, weil alle so tun, als wären sie glücklich. Das ist so eine Heuchlerei. Alle tun, als wären sie glücklich. Und genau das ist dann, was so unglücklich macht. Weil man sich selbst ja was vorlügt und vorspielt. Ja, gut, aber das kann man ja auf das ganze Jahr übertragen. Ne? Vor allem auf in dieser ganzen Instagram- und Influencer-Bubble. Also, man wird ja quasi im Internet permanent mit glücklichen Gesichtern vollgeballert und erfolgreichen Menschen. So. Aber ja, du meinst halt, im Winter, so, da ist noch extrem. Immer halt, dass du halt überall... Ja, da machen halt alle so rosa-rote Brille. Jedem geht's gut, keinem geht's schlecht zu Weihnachten. Und Ja, bei mir ist das meistens so im Januar dann. Im Januar fickt es dann so meinen Schädel und dann brauche ich... Also ich merke da noch richtig so, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn dann so der Frühling langsam losgeht, dann ist dieser eine Tag da, der sich so anfühlt, als würde so ein Engelslicht auf dich... Ja, ja, und du guckst so in die Sonne und hast das Gefühl, du spürst diese Energie, die sie dir gibt. So. Ja, da freue ich mich immer drauf. Mal gucken, müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen gedulden. Ansonsten sehen wir uns ja diese Weihnachten nicht. Ne? Du bist ja, wir wohnen ja weit auseinander, weil viele Leute fragen mal, wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns nicht oft, ne? Weil zweimal im Jahr momentan. Also es ist schon selten geworden, ne? Ja, wir leben halt quasi in komplett auf verschiedenen Seiten Deutschlands. So. Und aus Nürnberg, Leute. Nürnberg. In Nürnberg wohnt der Boy und ich in Berlin. Das ist halt ne, so ein Ding. Wir sehen uns ja auch so nicht oft, weil wir ja auch, wenn wir, also wir quatschen schon öfter und halten halt Kontakt so, ne, wie das halt so ist. Aber wir sind ja jetzt nicht die typischen Videocall-Leute. Ne? Also wir sehen unsere Gesichter eigentlich ein, zweimal im Jahr. So. Und, öfter, weil ich mir öfter mal deinen Stream reinziehe. Ja, okay. Du siehst mich öfter, ich sehe dich auf jeden Fall seltener. Ja? Ich gucke viele Videos von dir, muss ich sagen. Ne? Also so, wir quatschen da zwar nicht drüber, aber ich gucke, wenn eine Reaction ankommt, denke ich mir, ah, nice, rein. Geil, Digga. Mal gucken, was so abgeht. Ein weiterer Fan am Start. Ja, ja. Ja, aber es ist ja auch, ne, wir laden ja so viel hoch, das ist für den Algorithmus natürlich nicht schlecht. Man kriegt wahrscheinlich dauerhaft irgendwie mein Gesicht vorgeschlagen, wenn man da ein, zwei Mal Video gesehen hat. So. Kommt man nicht mehr raus, ist man gefangen in der Geospirale. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen deine JBB-Quali gesehen. Haben wir die schon hochgeladen? Ja, ne? Die müsste schon oben sein. Hast du die gesehen? Die meine Runde, meine 15er, oder wie?
Nee, 14er. Achso, nee, habe ich nicht gesehen. Okay, und da habe ich auch gesagt, weil das Krasse war, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, deine Quali war ja mit am beliebtesten von allen, also schon 2014. Und also ich kann es mir nicht wirklich erklären, ich kann mir nur vorstellen, dass ich, dadurch, dass es so außergewöhnlich war, es war nicht alles on point, das war irgendwie ein eigener Stil, eigener Style irgendwie, dass das gefeiert wurde, dass sympathisch darüber kam und die Leute sich gedacht haben, yo, ja, ich hab, Gio also vielleicht mir ist auch da, noch, der muss was drauf haben. Mir ist da nochmal im Nachhinein aufgefallen, so Jahre später, auch im Vergleich zu mir, weil ich wurde ja auch, also meine Quali kam schlechter an als deine, im gleichen Jahr, obwohl ich im Jahr davor im King-Finale war oder im Finale war. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass deine Stimme halt auch überkrass ist. So, du hast halt eine sehr prägnante Stimme und ich glaube, das hat auch viel ausgemacht. Erstmal dieses, ne, dieses Bruder-Ding so, was natürlich auch irgendwie außergewöhnlich war so und diese Stimme. Du hattest schon eine sehr, sehr markante Stimme und das kam auch sehr gut an. Julian hat es dann, habe ich auch im Nachhinein erst, ey Digga, da merkst du, wie viel du einfach verdrängst, ne? Ich habe dann die Analysen angeguckt, er hätte dich so auf den letzten Platz gehauen und so. Ich wusste das gar nicht mehr, dass er da so... Ja, weißt du noch, wir hatten ja, also ich hatte da ja eine Hook. Wie, du hattest... Im Original-Track hatte ich eine Hook. In der Quali? In der Quali. Ja, die fand Julian so scheiße, dass wir die rauscutten mussten. Ach echt? Ja, Real Talk, ist so. Ach, in der Qualifikation 2014 war eine Hook drin. Die fand er einfach so wack, dass er das gesagt hat, nee Leute, also macht mal die Quali da wieder raus. Macht mal die Hook da wieder raus. Ja, krass, Digga, hab ich nicht mehr gewusst. Ich sag's die dir war ehrlich. Aber auch wirklich scheiße. Also ich kann es schon verstehen. Die war schon echt hingekackt. Ne, so. Ja, aber krass, hab ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Heftig, okay. Also mussten wir wahrscheinlich die Quali rausmachen, damit du reinkommst, sozusagen. Es war quasi genau, so, also so eine Art Voraussetzung. Bedingung so ein bisschen, dass er gesagt hat, also die findet das so kacke, die muss da raus, so. Okay, krass. Ja, hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Krass. Ja, heftig. Aber ich fand es trotzdem krass, im Nachhinein zu sehen, wie gut deine Quali ankam und wie positiv du da direkt aufgenommen wurdest. Das ist ja im JGB auch nicht selbstverständlich. Nee, aber ich kann mir die heute auch nicht mehr anhören. Also das ist schon ist so ein bisschen cringe. Verstehe ich. Wir haben die uns ja auch nochmal reingezogen. Da ist mir dann auch erstmal aufgefallen, weil damals, ja, guck mal, das Problem ist, wir haben ja immer viel zusammen gemacht. Ne? Ich habe dich aufgenommen, so habe das über Stunden dann abgemischt und so weiter, dass du da ja gar nicht mehr, du hast ja gar nicht mehr so diesen Ersteindruck vom Hören. Das ist mir dann erst wieder 2000, also jetzt heute, als wir darauf reagiert haben, aufgehört, dann ist mir auch aufgefallen, okay, da hört man schon noch viel routinemäßig, war da noch nicht wieder am Start. Und man muss natürlich auch sagen, du hast zu dem Zeitpunkt ja auch weitaus weniger Musik gemacht. Ist ja nun mal so. Also ich habe noch nie einfach hier gesessen und mir gedacht, komm, jetzt setze ich mich hin und übe mal irgendwas. Ich übe mal, wie man jetzt neue Reime findet oder wie man irgendwas. Das kam halt immer einfach nur im Schreiben des Projektes, egal was halt gerade anstand. Und deswegen fand ich eigentlich, ist es ganz solide dafür, dass ich nie wirklich so geübt habe oder so. Klar, auch VBT vorher, die waren alle irgendwie, es war halt alles noch so anfängermäßig. Ja, klar. Ja, ich, auf jeden Fall. Also du bist da ja für vergleichsweise wenig Erfahrung in so ein großes Turnier gesteppt, muss man einfach sagen. Aber vielleicht war das ja auch ganz gut. Also dann kam es ja zum Brüderbattle, ne? Ich weiß gar direkt nicht mehr. Erste Runde. Erste Runde. Und wir haben ja dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, ob ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, so Digga, ich gewinne jetzt. Wie haben wir das denn nochmal gemacht? Ich glaube, du warst da auch recht entgegenkommend. Ne? Also wir wussten, okay, einer von uns kommt weiter. Mhm. Und für mich war immer schon klar, vor allem damals auch, für mich war nie so dieses, habe ich auch mit vielen Leuten immer besprochen. Bei mir ging es immer nur darum, weil du da einfach dein ganzes Leben reingesteckt hast. Du hast keine Ausbildung gemacht, du hast nicht gearbeitet, du hast an deiner Mucke gearbeitet. So, ne? Ja, klar. Für mich war immer klar, also wenn ich mal Fame werde, wenn ich mal irgendwie ein One-Hit-Wonder schaffe oder wenn ich mal irgendwie durch JBB irgendwie volle Fame werde, dann ist Gio der davon profitiert. So. Aber ey, das war bei mir auch immer so. Ich wollte dich ja immer mitziehen. Ich wollte dich ja immer mit irgendwo mit reinnehmen. So, mach mit VBT, mach mit JBB. So, oder? War ja auch immer so. Ich wollte ja immer so dieses brüdermäßige, Tag-Team-mäßig. So hätte ich es mir halt gewünscht. Aber da gibt es ja dann ganz andere Probleme. Die kommen ja dann in diesem Bruder von Song vor. Ne? Das sind ja dann so eigene Sachen, die in deinem Kopf eine Rolle gespielt haben. Ja, aber auch nicht wirklich. Ich glaube, viele Leute haben Bruder von ein bisschen missverstanden. Weil der Song ist eigentlich überhaupt nichts für dich. Ja, ich weiß. Eigentlich ging es da eher um Mom, ne? Und um mich. Also das ist eigentlich ein Song, den ich für mich geschrieben habe, mit ein bisschen Bezug auf meine Mom. Mhm. Und der heißt halt Bruder von, aber du kannst für diese Rolle, die ich mich da gefühlt habe. Ja, klar. So, das ist so, wie ich halt die Rolle des großen Bruders hatte. So, ne? Das hatte seine eigenen, ja, ich hatte da meine eigene Welt sozusagen, ne? Dinge, die vorteilhaft waren, Dinge, die vielleicht auch nachteilhaft waren, so wie das halt, ne, jeder hat so immer seine Position. Und in die wurde ich ja genauso reingeboren wie du in deine sozusagen. Aber ich glaube, ja,
ich habe das ja auch in der Reaction, hast du die Reaction gesehen auf der auf ja, davon? Ja, klar, ja, ja. Da habe ich ja auch so ein bisschen klar gemacht, dass das schon ja, unangenehm war zu hören. Wir haben ja dann nochmal drüber gequatscht, so, ne? Wir haben ja alles besprochen. Ich glaube, das auch ist halt... vorher schon, ich habe ihn dir ja gezeigt. Ja, bei ja, mir ja. Leute, Real Talk, bei mir war es so, ich wollte den Song vorher niemandem zeigen. Also ich habe den geschrieben und der kam, den habe ich angefangen zu schreiben, direkt nach der Quali, die rauskam. Und ich wollte ihn eigentlich überhaupt niemandem zeigen, weil das schon was sehr Persönliches war. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt jemanden verletze oder jemand das Gefühl hat, ich müsste da vielleicht wieder was rausschneiden, weil er damit nicht einverstanden ist, was ich da sage, wollte ich ihn einfach droppen. Aber einen Tag oder zwei Tage, bevor er dann rauskam, habe ich mir gedacht, komm, jetzt zeige ich ihn meiner Mama, jetzt zeige ich ihn mal Gio, jetzt will ich es einfach mal auch, ne, weil es hat schon immer so ein bisschen belastet, dass ich da so ein Geheimnis draus mache für mich selbst. Und dann dachte ich, komm, jetzt zeige ich es euch. Und ihr habt das super positiv auch aufgenommen. Also ja, ich wäre ja nie so, dass ich sagen würde, Digga, lad sowas nicht hoch, so, weil im Endeffekt ist deine Mucke so, ne, solange es... Gut, es gibt bestimmt überall Grenzen, so, ja, wenn jetzt meine Kontonummer liegst, so, ja, aber du weißt, was ich meine, also im Regelfall so, sag, was du fühlst, so, ne, das sehe ich ja auch so, aber als ich es dann im Nachhinein, als ich es dann gesehen habe mit Video und allem drum und dran, war das schon so, ja, es hat schon irgendwie getroffen vielleicht, ja, ja, es hat schon irgendwie getroffen, auch wenn ich weiß, dass es nicht so direkt an mich ging, so, man nimmt sich ja selbst auch immer gerne wichtig, so, und ne, es ist ja irgendwie menschlich, dass man sich selbst da immer so ein bisschen, man ist ja immer so ein bisschen, um Aporett-Sprache zu benutzen, der Main-Character in seiner eigenen Welt und ne, bezieht dann, die, macht diese Dinge vielleicht auch größer in seinem Kopf. Aber ich glaube, der Song kam auch sehr gut an, oder? Also der, oder? So mit am besten, würde ich sagen, in der JMA, oder? Ja. Also von meinen Songs, meinst du? Ja, von deinen Songs. Naja, jetzt. Ich habe ja bloß drei hochgeladen, die Immer Wenn, mit Immer Wenn die Nacht kommt. Da hat die Hook, Leute, ne? War auch eigentlich ganz anders geplant, aber egal, dazu später oder mal einen anderen Tag. Ja, der kam am schlechtesten an, muss man schon sagen. Und am besten kam Bella an. Also Bella hat schon... Aber das kam der besser an? Das wusste ich nicht Der kam besser an. Aber okay. Ich glaube, das lag daran, dass das nach den Bonusrunden, die dann kamen und so, dass da der es ganz abgeflacht ist von der Aufmerksamkeit, von den Zahlen. Ach so, und dann haben sich eher nur noch Leute das gegeben, die Bock hatten, meinst du jetzt? Ja, dass das ist so wirklich. Ah, okay. Und Bella war halt noch so ein bisschen mainstreamiger, da haben mehr Leute irgendwie noch mitgeguckt. Echt? Also, aber mainstreamiger? Ich finde, also so die Mucke, die du machst, ist ja eher schon sehr nischig, oder? Nee, also so sehr, ich mein, sehr eigen. Ich meine eher Mainstreaming ja von den Videos von Jay, also dass die mehr Leute geguckt haben, dass die, das, ne, also die, da waren mehr Leute, das hat irgendwie nicht so... Und was sagst du so im Nachhinein, also für die Leute, die es nicht wissen, weil wir werden hier bestimmt auch Leute haben, die weil JMA, so manchmal reden wir drüber, manche Leute wissen nicht mehr, was ist so, weil viele das gar nicht mitbekommen haben. Die JMA ist so ein Turnier von Jay, den kennt man vielleicht noch vor allem durch die JBB-Reaction-Sachen und so, der hat früher viel Content in der Hinsicht gemacht, ne, und hat halt so ein eigenes Turnier gestartet, kein Battle-Turnier, sondern Musik-Turnier. Und da hast du halt teilgenommen. Also für die Leute, die mal wieder ein bisschen Mucke hören wollen oder wissen wollen, wie der, was der Kase heute macht, ne? JMA-Runden könnte man sich geben, oder? Wenn man jetzt so das Neueste von dir hören will. Ja, auf jeden Fall. Genau. Obwohl ich immer noch darauf verweisen kann, wenn jemand Bock hat, in meine Seelenwelt einzudringen, dann hört euch die Songs auf meinen Kanälen an. Lebenszeichen, Pinocchio, Da Vinci, das sind so die Sachen, die sehr speziell sind und sehr persönlich, aber ich würde, glaube ich, immer beschreiben, dass das ist, was mich am meisten ausmacht. Also da steckt am meisten drin, so. Auch nach 5 Jahren. Und was würdest du sagen, so im Nachhinein, JMA? Also war gut? Also wie würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Oder also war es gut, dass du es gemacht hast oder eher nicht? Oder wie so im Nachhinein? Doch, jetzt? Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für mein Seelengefühl, weil super viele krasse Kommentare, ellenlange Kommentare dabei waren, wo die Leute das dann wirklich, also die es abgeholt hat, hat es so richtig abgeholt. Und das ist natürlich mega geil. Aber so im Gesamten würde ich sagen, ist es vielleicht das falsche Turnier für die Art Musik, die ich mache. Aber wieso? So. Klar, es kommt vielleicht, du musst ja, man macht ja, ich glaube, dein Ziel war ja auch nicht zu gewinnen, oder? Also du bist ja jetzt nicht mit der Einstellung rein, ich gehe da jetzt rein, gewinne. Klar, also man nimmt es mit, also wenn ne, also hätte man einen Sieg, hättest du wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Aber ich denke, du wolltest einfach Mucke droppen, oder? Und hattest Bock, so eine Art Turnier teilzunehmen, wo du auch ein bisschen unter Druck stehst, abliefern zu müssen, damit mal ein bisschen was kommt. Genau. Ja, von dem her hat es sich doch dann gelohnt, weil egal, auch wenn es da Leute gab, die damit vielleicht nichts anfangen konnten, na, dafür konnten andere damit was anfangen. Aber mir tut's weh, wenn ich dann mit sowas persönlichem, gegen irgendeinen Battlesong oder sowas dann rausfliege. Das ist so, das tut weh für die Kunst, die ich halt irgendwie mache. Kannst du das verstehen? Ja, halt ja, gut, ja, da klar. Da steckt so klar. Viel drin und wenn ich dann, ja, keine Ahnung. Ja gut, es geht halt damit einher, ne, wenn man in so einem Turnier mitmacht, ja gut, da bist du halt... Ja, da ist ja klar, die eigene Kunst oder die Gefühle, die Emotionen, die da drin stecken, die fühlt man ja selbst immer am meisten. Ne? Für viele, da gibt es ja Menschen, die können damit vielleicht gar nichts anfangen. Das ist dann für die ein Skip so. Das ist ja bei jeder, bei meiner Mucke nicht anders so. Aber ich glaube, Bella kam eigentlich am besten an, aber die Leute, die darauf reagiert haben, fanden den am schlechtesten. Also das ist schon immer merkwürdig. Ja, es ist immer komisch, aber ich fühle das auf jeden Fall, was du meinst mit diesen Kommentaren. Ich finde auch so, dass...
wenn dir irgendjemand schreibt, so er kann das fühlen oder du hast ihm sogar geholfen oder sowas, ne? Hab ja auch schon Sachen bekommen, so wie, keine Ahnung, ich habe deine Musik hat mich durch meine Therapie begleitet. Das ist mehr wert als alles andere. So. Also, ja, ja, das ist wirklich krass. Also da, wenn ich irgendeinen Battle-Song mache und jemand schreibt, boah, du hast XY gefickt, so, das gibt mir nicht annähernd dieses Feeling. Nee, wie wenn jemand, nee. Aber ich krieg heute noch Nachrichten mit, ja Mann, damals gegen Weimar mega zerfickt. So 6 Jahre, 7 Jahre später. Ja, und Digga, ich denk mir, ja, nice. Ich bin hier auf Twitch. Das lese ich jeden Tag, Alter. Jeden Tag. Ne? Also ich glaube, das werde ich auch noch eine ganze Ecke haben, dass hier Leute reinkommen und sagen, Gio, was war die beste Battle-Runde? Und ich denke mir, Bro, ja, ja. Chill doch mal deine Basis, Alter. Wie lange kann man da dranhängen? Was ist denn los mit dir? Ja, du Eimer, Alter, ja, das ist so eine Line, ne? Die zieht sich bis zum Ende unseres Lebens. Ich verstehe bis heute nicht den Hate, ich fand das eigentlich ganz witzig. Ja, ich auch. Außerdem in Berlin hat man das halt wirklich gesagt. Wir haben damals halt wirklich gesagt, du Eimer. Du also Eimer, so ein bisschen als du Trottel, du Depp. Ich hab's ja quasi mit abgesegnet, also so, whatever, ich war ja immer bei den Runden sehr involviert, so, das heißt, wenn da irgendwas gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, Digga, das ist überpeinlich oder so, dann hätte ich dir das ja gesagt, so, ne, und dann wärst du ja auch wahrscheinlich am Start gewesen, das, nicht zu droppen oder anders. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie deine Marco-Möbel-Line im VBT. Ja, Marco-Möbel, ja. Das kennt man halt nur, wenn man da zufällig neben wohnt und den Namen mal irgendwo gelesen hat, das ist so ein Insider-Laden aus Berlin, den gibt's auch nur dort. Wusste ich nicht. Ich dachte immer, es wäre so ein deutschlandweites Ding. Aber so bleibt die Runde halt im Gedächtnis. Ey, so gesehen, ja, muss man sagen. Ne? Also immerhin. Also klar, man hört wahrscheinlich andere Dinge lieber, aber immerhin, die Runde hat sich abgespeichert. Also irgendwie Ziel erreicht im Nachhinein. Ja, also oder, man kann schon sagen, vielleicht war es irgendwie zweckmäßig, weil es irgendwie gepasst hat, kann man schon sagen, glaube ich. So. Aber mittlerweile bin ich wirklich, also ich glaube, meine Quote an Zweckreimen oder irgendwas in meinen Songs, die liegt gegen null. Ich sagte, wie es ist. Das ist, ich achte da voll drauf, dass wirklich alles irgendwie, dass man da nichts mehr, dass ich nie wieder in schlechteste Deutschrap-Zeilen reinkomme, so. Ach stimmt, du warst da sogar drin, ne? Ja, mit dem Eimerszeug, ja. Ja, und mit dem Ding, glaube ich, mit dem, ich steigere mich weiter, das war, glaube ich, auch noch drin, ne? Wo du sagst, ich steigere mich weiter, dann, ich war immer schon der Beste und blieb's, irgendwie so, glaube ich. Ja, meine Güte. Ich verstehe es immer noch nicht, was da komisch ist. Ja, ich glaube, es geht darum, ich kann mich doch immer weiter verbessern, aber war im Gegensatz zu allen anderen immer schon der Beste. Ja, ich war der Beste an der Spitze, aber ich kann mich noch weiter steigern. Okay, aber ich glaube, es ging darum, so, du bist der Beste, so, also so, sozusagen so ein Superlativ, so, also sozusagen nicht steiger, aber du bist schon der Beste, aber du steigst nicht, also ich weiß aber, was du meinst, so, ich verstehe schon, was du meinst, ja, aber ich verstehe auch, was Boss Explosive meinte, also so, ich verstehe beide. Ich fand es auf jeden Fall witzig, weil war ich mal wieder ein bisschen im Gespräch. Ja, ich sag dir ehrlich, also ich hätte kein Problem damit, da mal mit drin vorzukommen. Für mich wäre das auch irgendwie fast schon eine Ehre, in so einer Folge zu landen, oder? Oder hat es dich gestört? Ist so, nee, gar nicht. Oder? Ich fand das eigentlich witzig. Ja, vor allem, war ich zwar drin, aber Wayne, wen juckt. Ja, vor allem, wenn es so Jahre später ist, weil dann kann man noch drüber lachen. Ich glaube, wäre es jetzt irgendwie so ein ganz neues Ding und mir würde da erst bewusst werden, ach scheiße, was ist da für ein Müll drin gewesen so, dann würde es mich, glaube ich, mehr stören als bei so einem jahrealten Ding, scheiß drauf, oder? Mhm. Ganz kurz, ich finde, dass so eine Battle-Runde drin ist, viel besser, als wäre es jetzt irgendein Song von mir gewesen. Also wenn da irgendeine Line aus dem Song, der mir wichtig ist, drin gewesen wäre, wäre kacke gewesen. Mm. Weißt du, aber so ein Battle, dann denke ich mir, ach, come on. Ja, ja, da hat man ja auch viel, viel Zeug einfach auch reingeschrieben. Ja, ja, ist ja auch so. Ist ja auch so, klar. Also Bushido Johnny und so. Dünsen. Johnny Dünsen auch, war auch drin, ja, ja. Und ich glaube, dass ich zu diesen Lines auch meinen Teil dazu beigetragen habe. Also ich glaube, Johnny Dünsen, da, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich meine Idee war, aber ich glaube, ich habe da, also... Ich glaube, da steckt ein bisschen auch was drin von dir. Wir gehen mal nicht näher drauf ein. Lass mal lieber über guten Lines reden, die ich irgendwie mit beisteuern konnte. Ja, aber das ist ja auch so ein Ding, wir haben das ja vorher schon kurz angeschnitten, ne? als wir darüber geredet haben, über was wir jetzt im Stream machen, da sind wir ja schon kurz ins Labern gekommen. Da haben wir auch drüber gesprochen, so. Weil Cassius ja auch meinte im Gespräch mit mir, dass er sich da auch hat helfen lassen in der Runde gegen mich. Und das ist ja auch irgendwo normal. Also, dass man, ja, es gibt natürlich einen Unterschied, ob du zu XY gehst und sagst, schreib mir mal meine Runde. Oder ob du ob du mit Leuten cool bist um dich herum und man sich da was zuschiebt, so, ist ja völlig normal. Also Kasa hat ja auch in jedem Battle, was ich hatte, irgendwie, vielleicht war nicht immer eine Line drin, aber selbst wenn es eine Idee war oder ein Angle oder so, ja, einfach so dieses, ne, man ist ja klar, ich habe dann, was weiß ich, einen Laska als Gegner oder dann, Digga, hast du irgendeine Idee? Laska, was könnte man, und dann, ne? Richtig, ist ja normal, also das
ist ja völlig menschlich. So, das ist ja noch ein Unterschied zu sich eine Runde ghostwriten lassen. Ne? Das macht man natürlich, ja. Ne, oder das, wenn eine Zeile mal zu lang war, was man selbst nicht gehört hat, dann ist immer noch gut, ein zweites Ohr halt zu haben. Ja, oder du hast irgendeine Line und denkst dir, Digga, die Line finde ich geil, aber die Formulierung nicht. Hast du eine Idee, wie die... Kann man da was geiler machen? Ja, naja, genau. Es gehört eben dazu. Meinung zur damaligen Ente-Runde gegen Kasa. Ich glaube, das war so eine Runde, die viele, bei der viele so das Gefühl hatten, ne, der hat sich richtig auseinandergenommen oder die Sichtweise ist so. Wie siehst du das Ganze? So jetzt Jahre später. Hast du es dir nochmal gegeben überhaupt in den letzten Jahren oder gar nicht mehr reingehört? Irgendwann habe ich es mir mal gegeben, vor ein paar Monaten mal. Ich glaube, mit Becky zusammen, also meiner Freundin. Ja. Und ich glaube, da habe ich zugegeben, dass ich sie besser finde, als ich sie noch fand, als sie rauskam. Also damals habe ich es nicht verstanden, da waren zwei, drei gute Lines drin für mich, wo ich gesagt habe, ja, es sind gute Punchlines, aber sonst, finde ich, habe ich gewonnen. So vom Feeling. Mhm. Und Jahre später muss ich dem schon Props geben, dass das eine krasse Runde war. Ja, ich glaube, man neigt auch immer so ein bisschen dazu, als Teilnehmer seinen Gegner halt abzuwerten. Das ist ja auch irgendwie menschlich. Es liegt eher daran, dass man selbst darauf achtet, was trifft mich jetzt. Ach so, und ja, alles, okay. Alles, was nicht trifft, ist keine Punchline. Aber sind alle wir ehrlich? Leute sehen das halt trotzdem so. Nach der, also wenn man danach geht, dann ist fast jede Runde wack, weil er trifft ja persönlich eigentlich fast nie was. Ist ja so, ne? Ganz viele Runden, bei denen die Leute meinten so, boah, der hat hier richtig gesessen oder so. Ne? Auch die Spongy-Runden, die haben mich nicht wirklich getroffen. Das Einzige, was mich getroffen hat, war diese Lügengeschichte zum Beispiel und das Feedback darauf. Aber die Runden, wenn jemand sagt, Gio, du siehst aus wie der hässlichste Mongo, oder wenn er sagt, Photoshop hat sich deinstalliert, das hat mich ja nicht getroffen. Das ist entertainend, da gucke ich mir an und denke mir so, ah, was Gutes gemacht aus dieser Hässlichkeit sein. Ja, genau. Hast schon recht. Fuck, da hat er jetzt einen wunden Punkt erwischt, aber niemand weiß, dass es dein wunder Punkt ist. Ja, ich glaube, man muss es irgendwie schaffen, sich davon so ein bisschen zu lösen, also so, was trifft mich und eher so verstehen, was trifft von außen gesehen, ne? Also so, wenn man als Zuschauer in so einer Art Ringkampf zuschaut oder Live-Battle, was trifft da? Und das muss man, glaube ich, erstmal, das muss man erstmal hinbekommen, also davon sich loszulösen, weil ich kenne das auch, ich hatte auch oft in meinem Leben das Gefühl so, warum war die Runde jetzt so krass? Die hat mich doch gar nicht getroffen. Ja, aber das Krasse ist ja, ob dich eine Runde trifft, entscheidest ja nicht du, ne? Das Publikum entscheidet es ja. So, und ich glaube, das muss man erstmal lernen. Also aber ist menschlich. Also. Aber komplett off-topic, deine Runde, wo du rausgeflogen bist im VBT gegen diesen Typ Federball-Klicke. Zarte Lust. Völlig unverdient. Echt, findest du? Also ich hab's ewig nicht mehr gesehen. Du hast den auseinandergenommen, meiner Meinung nach. Der hatte nicht eine einzige gute Punchline. Okay, also ich kann mal so sagen, Akne hat mich gut genommen. So, fand ich. Akne hat mich sehr gut genommen. Tamo Flash hat mich auch. Ja, bei Tamo Flash war die Sache, der war sehr routiniert. Ne? Der war weitaus routinierter als ich. Das hat gefickt. Also die Routine hat gefickt. Gar nicht unbedingt die Punches. Die Routine hat mich gefickt. Aber der ist auch krass, Mann. Der ist ein krasser Typ. Tamo ist krass. Aber ist aber ein guter Vorschlag, weil ich werde sowieso mal, ne? Wir machen jetzt den ganzen JBB-Quatsch und so durch. Und VBT werde ich mir auch mal vornehmen. Nicht alle, ich werde keine kompletten VBTs gucken, Digga. Viel zu lang, ne? Aber so Highlight-Runden und vielleicht mal die Battles von mir nochmal durchgehen. Vielleicht sehe ich das ja genauso wie du. Mal gucken, so Jahre später. Aber vielleicht, wenn du meine Runden auch schauen solltest, überspring die Bladesa-Runde. Die war nicht so geil. Okay. Wird gemacht. Ja, wie sieht es eigentlich bei dir aus, Digga? Reactions, Streaming, so dieser ganze Content. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich wollte schon die ganze Zeit anfangen, mal wieder zu streamen, ein bisschen reacten, weil ich auch sehe, ey, das läuft bei Gio, läuft auch, der macht da Spaß dran, man kann den Tag füllen, man kann mit Leuten quatschen, sich austauschen, etc. pp. Ich wollte es die ganze Zeit machen. Und ganz ehrlich, manchmal sind diese schlechten Tage einfach zu häufig da, dass ich dann einfach zum Beispiel meinen kompletten Hintergrund nicht aufräume, dann ist dreckig, dann fühle ich mich nicht wohl, hier Stream anzumachen und so weiter. Und heute war jetzt der Tag, wo ich spontan eigentlich, gestern wusste ich Bescheid, dass ich in den Stream komme, mir gedacht habe, komm, das ist jetzt irgendwie so ein kleiner Motivationsschub, habe hier mal sauber gemacht, habe mich hingesetzt und so weiter und jetzt sieht es eigentlich, wie ihr seht, kann man machen, ist jetzt nicht... Ich glaube, du bist da auch ähnlich, ich glaube, wir sind da beide recht ähnlich, wir sind so eine Routine-Menschen. Das heißt, also ich weiß noch, als du eine Phase hattest, in der du gestreamt hast und da warst du da auch noch recht regelmäßig da und wenn du raus bist, bist du raus und so geht's mir ja auch. Also ich habe ja auch oft Phasen, in denen ich auf einmal 3 Monate weg bin oder ein halbes Jahr weg bin. Auf einmal bin ich nicht mehr da, weil ich diesen Rhythmus nicht mehr finde und das immer weiter rausschiebe, damit anzufangen. Und ich glaube, so bist du auch. Ich glaube, du bräuchtest jemanden, der dich entweder wie jetzt gerade zum Beispiel hier so reinzieht, was dir dann so Motivationskick gibt, wo du dir denkst, ey, eigentlich doch voll simpel. Ich sitze hier, mach die Cam an, alles entspannt. Ja, so, ne? Es ist halt auch so, ich denke mir, oh, eigentlich Stream wäre geil, aber irgendwie habe ich gerade den Mut nicht.
brauche mich irgendwie nicht. Jetzt mich zu zeigen, ich fühle mich auch nicht attraktiv, gerade irgendwie Haare lang oder irgendwas. So dieses, aber jetzt einfach heute war wirklich so, ach, mit Gio im Stream, ich habe mir gar keine große Platte gemacht und zack, einfach rein, jetzt sitze ich hier. Ja, ich muss sagen, bei mir ist das aber, ich kenne das total, auch heute noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, deswegen kann, ist bei mir, mein Fleiß ist sehr, also ist, auf sehr wackeligem Boden steht der. Das heißt, wenn ich einmal irgendwie rauskomme, weil zum Beispiel meine Tochter da ist und wir sind für 2 Tage irgendwo anders, also ich kann gar nicht streamen, weil ich nicht da bin am Abend, dann kann es sein, dass mich das schon wieder komplett rausbringt. So, ich muss immer gucken, dass ich diesen Rhythmus behalte, weil sonst bin ich ganz schnell draußen und dann fällt es mir schwer. Ja. Und dann reicht schon eine Woche Pause und ich fühle mich auch wieder unsicher. So Kamera anmachen, oh Digga, oh, irgendwie unangenehm, wie sehe ich aus, mein Bart und so. Aber wenn ich dann drin bin, wie jetzt so, dann fühle ich mich wohl, dann ist alles cool, weißt du? So, aber ich glaube, da sind wir uns einfach ziemlich ähnlich. Vielleicht ist es irgendwie so eine Erziehungssache oder was weiß ich. Ich weiß noch, wie fucking aufgeregt ich war, als ich meine erste JMA-Runde, die Quali, rausgebracht habe. So, ich habe das alles alleine gemacht. So zum ersten Mal wirklich Video, Leute suchen, mich mit denen treffen, rauskommen aus meiner Komfortzone und so weiter. Und ich war wirklich tierisch aufgeregt. Deswegen habe ich ja gehofft, dass dieses Immer-Wenn, dass die Hook und so, dass das so gut gemacht wird irgendwie, weil dass das halt einfach gleich zeigt, ey, der Typ ist wieder da, so nach Motto. Ja, die Meinungen waren so gespalten wahrscheinlich, ne? Ich glaube, es war ein bisschen Augenwischerei. Ich glaube, die Leute haben sich gefreut, dass ich halt wieder am Start bin und einfach gefeiert, egal was gekommen wäre, so nach dem Motto. Viele fanden es vielleicht auch cool. Habe auch ein paar Spotify-Listen zugeschickt bekommen, wo der Song dann bei denen in der Top 10... Oh, nice, aber dann siehst du doch, Digga, dann kam es doch gar nicht so kakane, weil du hast es durchblicken lassen, dass du das Gefühl hattest, es war eher negativ. Eher negativ, würde ich denken. Auch wenn ein paar Leute das ganz cool fanden, aber ich glaube, Bella und Bruder von sind dann doch um einiges besser angekommen. Ja, gut. Aber ey, immerhin, du hast, ist ja auch wurscht, wie es dann schlussendlich genau ankam, ob es dann 40% Gewalt haben oder 60%. Ich glaube, es wäre einfach wichtig, dass du, ich glaube, du bist auch krass dran gewachsen, weil vorher war das natürlich immer so ein Bruder-Ding, ne? Weil ich bin ja nun mal so dieser Mensch, so ich bin ein Freak, so. Du kennst mich ja, seit ich ein kleiner Junge bin, ich bin ein Freak. Ne? Wenn ich an einer Sache dran bin, dann beiße ich mich fest, so, ne? Du bist da eher, glaube ich, so ein sehr lockerer, lässigerer Typ, so. Also du bist jetzt nicht so, wenn, keine Ahnung, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber wenn du jetzt zum Beispiel so anfangen würdest zu streamen, so, du bist dann eher so wie, oh Digga, alles so viel und wie geht das alles so, ne? Also dann bin ich eher am Start und dann stelle ich dir das ein, so, du hast nicht so diese Motivation und so diesen Biss, so dich da selbst irgendwie voll reinzufuchsen und festzubeißen und so. Also vielleicht bei der Mucke, bei der Musik schon, würde ich sagen, bei den Texten auf jeden Fall. Aber so, wenn es so zum Beispiel um diese Streaming-Geschichte geht und so weiter, und da bin ich halt, freakig unterwegs. So, und ich glaube, dass deswegen dir sowas hier ganz gut tut, dich einfach mal hier so reinziehen. Vielleicht bist du morgen, vielleicht macht das irgendwas und morgen hast du Bock, Alter. Weil ich glaube, viele Leute haben Lust drauf. Kann gut sein, Alter. Weil ich glaube, viele. Halt, ja? Ich bin halt wirklich halt nicht so professionell, ne? Also bei mir ist so, wenn ich irgendwas merke, ey, da könnte man noch was umstellen, dann würde ich das mit dem Chat irgendwie zusammen machen oder sowas. Aber dieses sich reinfuchsen vorher und dann Stunden da dran sitzen, ist nicht meins irgendwie. Ja, aber das ist auch eine Sache, die kann sich über lange Zeit entwickeln. Man muss ja nicht irgendwie, ne, so, ey, ich fange jetzt an, ich muss hochprofessionell sein, sondern sowas entwickelt sich ja, ne? Es ist ja auch eine finanzielle Frage oft. Ja, also, dass man überhaupt mit dem Chat vielleicht, ne, kommt ja immer auf die Community an, die dann sehr supportend ist, wo du dann den Luxus hast, dir vielleicht eine bessere Kamera zu leisten und so weiter, ne, so, und das wächst ja mit der Zeit und ich glaube, viele Leute, die interessiert gar nicht, ob du jetzt die beste Mikrofon- oder Kameraqualität hast, die wollen halt dich sehen, ne, und deine Meinung hören und ich glaube, vor allem diese alte Zeitrevue passieren lassen, mal sehen, wie siehst du das Ganze, diese alten JBB-Geschichten, ich glaube, da hätten Leute Bock drauf, ich sag's dir immer wieder, ne, ich habe ja schon so oft damit zu dir gesagt, Digga, fang doch an, Alter. Starte einfach und das wird schon. Ja, ich würde auch sagen, dass das kein Widerspruch ist, Digi. Also natürlich, ich habe gesagt, mein Fleisch steht auf wackeligen Beinen oder auf einem wackeligen Boden, aber das hat eher was damit zu tun, ob ich mich in dem Moment dafür interessiere. So, wenn ich mich für was interessiere, so Kasa kennt mich, dann bin ich geisteskrank. Dann kann ich davor sitzen, bis ich nicht mehr denken kann, bis ich umkipp gefühlt, ne? Bis mein Körper sagt, ja, aber das macht's halt auch voll aus. Das macht's halt einfach aus. Dafür, man sieht's ja jetzt zum Beispiel an deinem Stream, was du da alles eingerichtet hast, wie viel da investiert wurde, wie viel Arbeit da drin steckt, außerhalb von dem, was alle anderen Leute sehen. Das sehen die ja gar nicht, wie viel Mühe da drin steckt. Nee, klar. Das Resultat am Ende. Ja, klar. Aber dass das wirklich dein Leben irgendwie ist, so,
Ja, aber gleichzeitig, obwohl ich halt so bin, kann ich gleichzeitig auf einmal rauskommen aus dieser ganzen Sache und mich voll hängen lassen. Das ist halt, das widerspricht sich nicht. Das ist eher so eine Phasengeschichte, in welcher Phase ich mich befinde, ob diese Interesse gerade da ist. Und wenn sie da ist, dann bin ich geisteskrank. Und wenn sie nicht da ist, dann versinke ich total im Boden gefühlt. Also bei mir, ich bin ein sehr extremer Mensch, ein sehr extremer Typ. Würdest du auch sagen, dass du so ein extremer Mensch bist? Oder wie schätzt du dich da ein? Doch, schon. Mittlerweile, ich glaube, ich bin so, also doch schon. Doch, eigentlich schon. Aber nicht in denselben Richtungen wie du jetzt vielleicht, aber schon sehr extrem. Mm-hmm. Vor allem extreme Negativität. Ne? Also ich bin sehr pessimistisch teilweise unterwegs und mach mich dann eher runter, statt mich zu motivieren, was ich damit irgendwie schaffen aber, könnte, wie du es jetzt machen machst. Aber sind wir ehrlich, Digi? Natürlich haben wir beide unseren Charakter und wir sind beide, ne, auch andere Menschen so. Wir haben beide einen anderen Lebensweg, also eine andere Biografie. Eine einzigartige Biografie, aber trotzdem würde ich sagen, wir alle innerhalb unserer Familie sind Pessimisten. Wir wurden halt zu Pessimisten erzogen, das muss man natürlich sagen. Wir sind alles keine Optimisten. Bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist jemand, du hast immer viel vor. Ich bin auch so, aber man schiebt es immer weiter raus so, oder? So ein bisschen, ne? So, wir sind ja recht ähnlich. Also, ja, ist schon so. So dieses, also mir, ja. Ich schreib voll viel, ne? Ich schreibe echt viel, aber dass ich so das Gefühl habe auch, ey, das ist jetzt ein Projekt, wo ich dran arbeite, wo ich weitermache und so. Ganz oft wird einfach alles verworfen, weil ich dann irgendwie nicht das Gefühl habe, genau auf den Punkt zu kommen, den ich auch erreichen möchte. So, kannst du das irgendwie greifen? Also, wenn du anfängst zu schreiben, meinst du? Ja, sagen wir, ich habe ein Part schon. Der gefällt mir. Weiß nicht, mache ich eine Woche Pause, weil gerade irgendwie Schreibblockade, gerade irgendwie psychisch irgendwie Probleme. Dann versuche ich mich dann wieder nach einer Woche an diesen Text zu setzen und ich komme einfach nicht mehr auf dieses Gefühl, auf dasselbe. Ich könnte da runterschreiben. Ja, 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 ja. Dann hätte er meinen Song, aber das ist dann nicht mehr authentisch, weil es wäre nur noch zusammengereimt. Ja, so ich kenne das. Ich habe auch so 1000 angefangene Dinger. Aber manchmal ist es so, dass ich auf das Gefühl wieder zurückgreifen kann, erst Monate später oder manchmal sogar ein Jahr später, dass ich so ein Jahr später so einen angefangenen Part mache. Vielleicht bleibt nur die erste Line, aber auf die baut sich der Rest dann auf, weil ich die dann doch wieder fühle. Das ist bei mir zum Beispiel so gewesen bei dem Song Bella. Das war nicht so ein Song, den ich einmal runtergeschrieben habe, sondern das war da saß ich Monate dran an dem Song so. Oder am Text per se. Und dann habe ich da mal eine Monatpause gemacht, da mal eine Woche. Und immer wieder auf dieses Gefühl zu kommen, ging, weil ich war selbst noch in dem Gefühl. Aber deswegen ändert sich der Song so ein bisschen inhaltlich auch mal. Man springt. Also es ist so, Ist halt Kunst, Digga. Das ist halt, ist halt keine mechanische Arbeit, ne? Da ist so Kreativität, die ist so ein bisschen magisch irgendwie. Ist auch manchmal schwer zu erklären. Ich habe übrigens schon wieder voll den Afro, ne? Hast du deine Haare mal gezeigt? Nö. Willst du spoilern? Nee. Bist du dir sicher? Nee, will ich nicht. Digga, gönn mir doch wenigstens den Content. Nein, Spaß. Ui, so ein bisschen angeteasert. Ui, ulala. Da kann ich leider nicht mithalten, Digga. Aber das war schon immer so. Das war schon immer so, ja. Da warst du, also der Kater war immer unsere Löwenmähne hier. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also ich habe wirklich Leute ohne Witz, halt so ein Afro. Ja, also ich habe so ein Afro. Ja, also krass, okay. Ja, heftig. Bei Kater ist ja auch immer krass, weil ich sehe den ja also so gefühlt ein, zweimal im Jahr. Und wie gesagt, wir sehen uns ja auch selten online, weil wir halt Sprachnachrichten schicken oder chatten so, ne? Wir sind jetzt nicht die Videocaller. Und dann kommt da gefühlt immer ein neuer Mensch an. So, entweder ist da so ein Kurzhaarschnitt oder es ist so ein gefühlt Lockenkopf bis zu den Schultern. Oder es ist immer wieder so ein gefühlt neuer Mensch. Mal rasiert, mal Meerbart. Also Kasa, der ist auf jeden Fall, da kommt immer ein neuer Kasa. Jedes Jahr. Ja, heute habe ich auch so 3 Tage bartmäßig einfach mal am Wachsen hier. Ja, was ist bei dir bartmäßig eigentlich los? Machst du das weg, weil es nicht richtig wächst oder stehst du da einfach nicht drauf? Nö, letztens war ich so wie du ungefähr. Ein bisschen weniger. Ich habe ja hier oben zum Beispiel noch nicht so viel. Ja, aber irgendwie, das ist immer irgendwie so generisch. Ich brauche mal was Neues. Komm, mach mal weg. Ja, ich habe so ein, warte mal, das kannst du glaube ich sehen, wenn ich das hier einstelle. Siehst du, du kriegst ja den Stream gespiegelt, ne? Ich kann nämlich hier was einstellen, dass mein Bart einfach weg ist, Bruder. Hier, guck mal jetzt. Oh Gott, Bro, mach schnell wieder weg. Das ist krass, ne? Mach ganz schnell weg, Bro. Vor allem, wie breit dein Gesicht auch auf einmal ist. Aber das ist aber halt nicht real so, ne? Nein. Das ist halt, weil er quasi die Textur der Haare mit nochmal Haut überzieht, sozusagen. Dadurch ist es breiter, als es wäre. Ja. Aber also, das sieht ja so schlimm aus. Ich bleib bei Martin. Sieht ein bisschen aber aus wie Martin. Wie Martin? Ja, so ein bisschen ganz leicht, finde ich schon, Ja, maybe, Alter. Maybe. Bisschen Monte-Vibes. Echt? What? Finde ich gar nicht.
Ja, nee, aber es ist krass, was die Filter heute schon können. Ne? Also mittlerweile ist es echt alles sehr, kannst sehr du mir crazy. Auch einen Filter drauf machen? Nee, ne? Würde über Umwege gehen, aber wäre zu kompliziert, das einzurichten. Okay, okay, das funktioniert okay, okay. So über verschachtelte Szenen und sowas. Aber theoretisch würde es gehen, ja. Kurz mein Türchen hier auf. Wie Adventskalender-Türchen? Hast du heute noch nicht aufgemacht? Du bist ja spät dran, Digi. Ich glaube, ich habe gestern auch nicht aufgemacht. Was hast du denn für einen? Ist das so Schokolade? Nee, das ist so ein Nüsse. Ah, nice. Du bist ein Nuss-Fan, dann passt es doch. Ich hatte irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich einen von Lorenz, glaube ich. Also diese Chips, die so Chips-Zeug machen. Du weißt ja, wusste ich gar nicht, dass die da welche haben. Also, damals gab es das auf jeden Fall. Aber wir sind da ja auch wieder recht ähnlich. Ne? Wir haben ja wirklich, in vielen Sachen sind wir unterschiedlich, aber in vielen Sachen sind wir uns recht ähnlich. Vor allem, was so Süßigkeiten betrifft. Wir sind beides nicht so eine Schoko-Fans. Nee. Aber ab und zu geht dann schon mal so ein Stück, ne, mit Nuss. Ja, ich mag Nüsse. Ich mag Nüsse. Ich habe auch wieder ein, zwei Packungen am Start hier. Ja, ich finde auch mit Schokolade mit Nüssen, finde ich auch nice einfach. Wir sind ja auch beide voll die Sonnenblumenkern-Fans. Ja, Mann. Bei dir hat das früher angefangen. Kasa war damals wirklich geistkrank. Der hat Sonnenblumenkerne gegessen, bis sich das Salz in seine Zunge gefressen hat. So gefühlt war die alles Hälfte weggeätzt. Alles blutig. Aber wirklich so. Jetzt, real talk, oder? Es war wirklich ey, so. Zu meinem 18. Geburtstag habe ich mir von Mom 20 oder 25 Pistazienpackungen gewünscht und bekommen. Das und war so crazy. Und die hast du dann komplett. Alle aufgegessen. Und die hast du dann komplett. Ja. Ach du Scheiße, Digga. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Packung, so Sonnenblumenkerne, ich habe so eine XXL-Packung, die reicht mir dann schon einige Tage, aber wenn ich mal wirklich so eine Suchtphase habe und das in zwei Tage weghaue, boah, meine ganze Fresse tut weh. Erlebnis, das gehört dazu. Der Schmerz, meinst du? Der Schmerz gehört dazu? Ja! Vielleicht ist es so, ja. Vielleicht muss ich den Schmerz mehr wertschätzen. Sonnenblumenkerne waren bei uns an der Schule verboten, weil wir sie übertrieben haben. Ja, das ist dreckig. Die machen ja so Dreck, die Sachen, ne? Ja, die sind halt auch einfach nice. Die sind halt, ich weiß nicht, also Sonnenblumenkerne haben schon so einen krassen Suchtfaktor. Ich wette, da ist irgendwas drin, was nicht gut ist, Alter. So, es kann doch nicht sein. War Cassius Clay verletzt, dass ich in deiner Runde war? Ja, er hat es gestern erzählt. Dass das mit ich war eine, wirklich verletzt. Ja, das war mit eine Sache, die so ihm so mit am meisten, bis auf diesen zweiten Part, der ja so ernst wurde, die ihn bis dahin am allermeisten genervt hat. Also die ihn richtig abgefuckt hat. Weil er hat so gesagt, ich weiß, ich konnte dazu nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie es war, aber er hat so das so ein bisschen so beschrieben von wegen, du bist quasi, du wolltest unbedingt einen Hook von ihm haben, von seinem Gesang und bist halt so, ne, so nach dem Motto, so ey, so nach dem Motto bettelnd, so übertrieben gesagt, so ey, mach mir doch eine Hook, so ne, ich brauche eine geile Hook von dir, so wäre voll nett und warst voll lieb und nett auch im Chat, so ich kenne dich ja, du bist ja auch ein sehr umgänglicher Mensch, so von dem her könnte das schon passen. Und dann bist du da auf einmal und sagst, ich finde dich scheiße. Und er macht dir ein halbes Jahr vorher noch einen Hook. Aber ey, das ist halt Battle Rap, so was erwartet man. Ich hab's halt auch so gesehen. Bei mir war es auch so, ich habe ihn damals gefragt bei dem Song. Irgend so ein Love-Song meinte er, glaube ich. Ja, super. Ich glaube, Bereit dafür hieß der, könnt ihr mal gucken. Auf jeden Fall hat mir ein Hook gefehlt und ich habe ihn da damals angefragt, weil wir waren irgendwie alle auch cool. Also du warst da auch ganz cool noch mit Cashes und so. War irgendwie, keine Ahnung. Und er meinte, jo, mach doch. Easy. Hat er zwei Tage später eine Hook geschickt und die fand ich nice, fand ich geil genommen. Und dann kam das Battle und ich dachte mir, ja, also ich scheiße sowieso auf alles, Hauptsache Gio gewinnt. Da ging es mir nicht darum, ob ich jetzt mal mit jemandem cool war oder nicht. Ja, das ist ja auch... Bruder, das, Alter, der muss ja, gewinnen jetzt hier ja, und ich bin dabei. Ja, das ist ja auch klar. Also hättest du jetzt ein Battle gehabt gegen, was weiß ich, Jasper oder was weiß ich, hätte ich ja auch eine Hook gemacht. So. Das ist ja, das hat ja noch viel mehr Feuer, wenn du so, wenn da jemand drin ist, der connected ist mit einem. Also das bringt ja noch mehr Würze rein. Also von dem her, ich kann also verstehen... Ja? Falls du siehst, Cash ist, das war wirklich jetzt nicht so gemeint, wie dass ich dich mega scheiße finde. Das ist halt Battle gewesen, Digi. Ne? Ja, ich denke, also, das weiß ich. Ich glaube, das weiß er. Aber ich glaube, damals war es für ihn so wie, Digga, kommt der so frech da rein und sagt, er findet mich scheiße. So ungefähr, weißt du? Also er hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das hat ihn wohl abgefuckt, damals zumindest. Aber das ist krass, weil das hätte ich nie gedacht. Also ich habe nie davon ausgegangen, dass das für ihn so einen Impact hatte, Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, aber ich weiß dass auf jeden Fall, dass ich mich damals schon ein bisschen schlecht gefühlt habe, weil er mir eben ein paar Monate vorher oder ein Jahr vorher noch einen Hook gemacht hat und so. Da wusste ich, da habe ich auf jeden Fall so ein, ja, ein mulmiges Gefühl gehabt, aber ich gesagt hätte, das Gefühl reicht jetzt aus, um es nicht zu machen. Also aber sowas, das geht ja mit einher. Ne? Battle ist ja immer so ein bisschen so ein schmaler Grat, auf dem man wandert. Ne? Also vor allem, wenn man halt gegen Leute battelt, die man vielleicht mag oder die vielleicht, weiß ich, zu denen man irgendwie empathisch so Feelings aufbauen konnte. Was weiß ich, zum Beispiel ein Jasper, der sich dann da nackt macht in seinem Song so und du dann, weiß ich nicht, vielleicht auf diese Wunden raufhauen musst, von denen du weißt, die existieren.
existieren da real. Ja, das muss also man schlimmer, halt... Schlimmer hätte ich es gefunden, hätte ich jetzt in der Hook gesagt oder irgendwas gesagt mit, ey, deine Hook bei mir damals war richtig Müll oder sowas. Das habe ich also gesagt. Ja, okay, aber das wäre jetzt von mir, weil ja, ich battle nicht wirklich gegen ihn, ich bin nur ein Feature-Gast. Das hätte ich dann richtig kacke gefunden, weil es eben auch gelogen gewesen wäre. Das wäre so, das wäre für mich respektlos gewesen, aber es einfach so zu sagen, ich finde dich scheiße. Ja. Ja, das war ja so krass in der, weil wir haben ja die ganzen Battles nochmal geschaut und da ist mir auch wieder bewusst geworden, wie Green in der Hook von Spongy ja voll auf diesen Nazi-Zug aufgesprungen ist und den Nazi-Hook gemacht hat. So. Eigentlich voll. Ja, er hat sich ja entschuldigt, er hat es ja dann auch zurückgenommen, ist in meiner Hook dann auch nochmal aufgetreten, hat es klargestellt. Ich glaube, da hat sich auch schlecht gefühlt oder er hat es mir auch gesagt, dass er sich schlecht fühlt. Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen überreden lassen so, ne? Und sich zur Sache hinreißen lassen, meine Güte, so passiert halt. Ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja jetzt auch alles wieder gut. Würde es jetzt immer noch so nachschallen, dann wäre das schon noch krasser. Aber es ist jetzt ja, ich denke auch, ich denke auch. Ja, du bist immer noch voll drin, ne, in diesem Overwatch-Ding, oder? Spielst täglich, glaube ich, oder? Ja, doch. Ja, bist du, du bist echt, also da sind wir zum Beispiel komplett unterschiedlich, ne? Wir haben echt viele Dinge, in denen wir uns sehr einig sind oder in denen wir recht ähnlich sind. Vom Character Gaming haben wir uns komplett auseinandergelebt gefühlt. Wir waren früher da auf einem ähnlichen Level, ne? Immer so diese typischen JRPG-Story-Games, aber du bist so voll in diesem Competitive-Bereich, ne? Das ist so mehr jetzt so dein Ding, ne? So sich messen das und hat, so. Das hat wirklich angefangen in WoW, weil damals war es ja noch so, weißt du noch, als wir da WoW, wir auch mal gebottet und alles, einfach um irgendwie ein Teil davon zu sein, Bro, still. Und habe ich nie, ich weiß nicht, wovon da redet, habe ich nie gemacht. Ach komm. Und da war das dann immer so, ich habe immer nur geradet, PvE und irgendwann wurde mir das zu einfach die Bossstruktur lernen und dann war's das. Das war das Game. Und das hast du halt nach ein, zwei Mal spielen, hast du so raus für die einzelnen Bosse. PvP war es dann aber irgendwann so, du musstest dich auf jeden Gegner neu einstellen und jedes Mal neu spielen. Ja, klar, also PvP ist ja auch immer endlich, also das ist ja wirklich das Schwerste, was du spielen kannst. Das ist ja so, also ist ja kein Game der Welt kann mithalten von der Schwierigkeit mit PvP. Ne? Das ist ja immer quasi der schwerste Modus. Ne? Stell dich vor, Gio cheatet bei Counter-Strike und verliert. Ja, das ist auch so eine Line, die den Leuten irgendwie im Kopf geblieben ist. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Das wird, glaube ich, auch ganz interessant, das beim Brüderbattle sich das nochmal reinzuziehen, jetzt so Jahre später, wie die genau waren. Ich glaube, wir gucken es dann auch in der Reihenfolge, in der es geplant war. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ne? Also, ich glaube. Und dann meine, ne? Ja, klar, wegen dem Ende. Ich schreibe, nehme auf und mische, irgendwas war doch da. Wo du ganz alleine nochmal raushaust. Ja, ich glaube erst meine, dann deine. Wer hier der Boss ist im Game. Ja, ich glaube erst dann. Weißt du noch, wie das war? Wie wir auf diese Idee kamen? Also wie das so, erinnerst du dich da noch dran? Ich weiß, dass du meine Runde gut fandest. Und da wir ja, für uns war ja klar, du solltest schon weiterkommen. Ich glaube, das haben wir dann am Ende nochmal mit angefügt. Nach dem Motto, ui, das könnte zu knapp werden, wir müssen irgendwas einbauen, dass der Sieg safe ist sozusagen, oder wie? Nee, ich glaube, es sollte schon eindeutig sein, dass du hier die Hauptarbeit machst, sei es Videos, sei es beim Texten helfen oder Reime finden. Du machst das Hauptding und dass du da das verdienst, weiterzukommen, war irgendwo klar. Für mich war das nie das Problem. Ich wollte halt einfach nur eine gute Runde abliefern, dass die Leute sehen. Der hat Potenzial. Ja, ich glaube, das war auch ein bisschen mies, ne? Weil eigentlich hatten wir das ja, es war ja nicht geplant. Wir wussten ja nicht, dass als du deine Quali eingereicht hast, dass wir gegeneinander müssen. Das kam ja erst dann. Nee, das kam erst später. Ja, und wir wollten ja eigentlich, also im Traum, unser Traum wäre gewesen, so ein Finale zu haben zusammen. Ne? Das haben wir ja schon. Wir hatten ja schon so Gedanken, haben, glaube ich, schon so ein bisschen rumspekuliert, wie könnte man es dann aufziehen und sowas. Ist ja dann leider nicht dazu leider gekommen, nicht. Aber es ist auch okay. Ja. Ist auch okay. Wäre vielleicht für die Leute auch nicht ganz so spannend gewesen, jetzt so ein Brüderbattle im Finale zu haben. Ist ja auch richtig. Aber wer weiß. Aus seiner Perspektive alles immer, ich verstehe die meisten Moves von Julian, rein ist aus Businessgründen, verstehe ich das meiste. Ja, gibt trotzdem ein paar Sachen, die ich nicht so geil fand. Und das Coole ist, dass ich darüber Jahre später dann auch recht offen sprechen kann. Ne? Ich war da ja auch sehr lange von Ängsten geplagt so und hatte Angst vor irgendwie dieser Reichweite. Und was macht das mit mir mittlerweile, Digga? Dann sollen da 1000 Kinder hier oder 1000 Leute hier reinschreiben, was ich für ein Hurensohn bin. Würde mich nicht mehr jucken, ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Reichweite nicht mehr so vorhanden ist. Aber selbst wenn, ich glaube, da hat ist man... Ist zu viel Zeit vergangen, als das tot zu schweigen. Ja. Was macht denn auch sympathischer und da jetzt ein bisschen aufräumen mit den Sachen. Man muss ja nicht haten. Ich finde, man kann schon trotzdem ja immer für sich selber ja schon so sehen, ey, wie war die ganze Situation? Okay, man konnte von dieser Bühne profitieren, aber das heißt ja nicht, dass man nicht kritisieren darf. Ne? Also da gibt es ja leider auch viele von diesen alten Fans, die der Meinung sind, so nach dem Motto, so diese Sichtweise, Julian ist euer Vater, so, weißt du, was ich meine? Wie kannst du gegen deinen Vater, was hat so diese Digga, halt's Maul. So, ja, also Julian hat von uns profitiert, so ganz klar. Der hat gut Cash gemacht und
wir haben von seiner Bühne profitiert, mit unserer eigenen Arbeit. Von dem her darf man da wohl auch hier und da mal was sagen, was man nicht so toll fand. Also man kann Julian schon anrechnen, dass er dieses Internet-Battle-Ding auf ein neues Level gebracht hat. Safe. Stimmt. Aber er hat es auch komplett kaputt gefickt. Heute gibt es sowas nicht mehr und das aufgrund von JPB. Ja, ich glaube bei Julian, das habe ich oft gesagt, ich glaube diese Art, wie er war, wie er drauf war, wie er sich verhalten hat, die Moves, die er gebracht hat, die haben auf der einen Seite zu diesem Erfolg des JPBs geführt, aber gleichzeitig war das auch das Todesurteil. Weil er konnte dadurch natürlich übelst polarisieren und diese Sache sehr unterhaltsam für die Zuschauer gestalten, aber er hat es dadurch sich auch mit ganz vielen Leuten einfach kaputt gemacht. Ganz viele Leute würden da nicht mehr mitmachen. Viele wären gar nicht erst rein aufgrund dessen, weil die gesehen haben, wie wird da teilweise mit Teilnehmern umgegangen, was passieren da für Moves. Das heißt, es war irgendwie kurzzeitig als Business-Move gut, also kurzzeitig in Form von wenigen Jahren, aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, hat das dem Ding eher geschadet so. Denke ich. Ja, ist so. Auf lange Sicht auf jeden Fall. Mal sehen, wie lange es jetzt braucht, bis so ein neues Turnier oder irgendwas wirklich Großes auf. Ich hätte da schon Bock drauf. Also, ich bin zwar eher im Live-Battle so unterwegs, sowas jetzt so als Konsument, aber ich hätte schon Bock, mal so auf so talentiert, weißt du, so, wo du einfach so mal wieder als Fanboy, wir waren ja Fans auch. Also, wir waren ja auch VBT-Fans. Also ich Kiko damals. Digga, Kiko, die Runde Kiko. Gegen Jin, Bro. Ja, Digga, du weißt, ich war übelster Kiko-Fan. Ich habe mir wegen dem eine Cap geholt, Alter. Also, ich war ja wirklich. Der Rooftop. Move, ja. Wir waren ja übelst die Fans so. Und ich hätte immer noch gesehen, ihr habt ja auch gestreamt zusammen, ne? Ja. Wir haben so einen Talk gehabt und so ein VBT-Punch. Ich würde ihm gerne mal Props geben für die alten Runden da. Ja. Das habe ich gesuchtet. Ich weiß. Wir waren da ja beide gut am Start. Ja. Wir waren beides, glaube ich. Kiko war so unser Ding, ne? Von der ganzen Art, ja, wie er gerappt hat. Voll, das war genau das oldschoolig. Ich glaube, wir waren da recht ähnlich. Wir konnten so mit so einem Klaus Bukake oder so einem Weekend früher zumindest nicht so viel anfangen, würde ich jetzt sagen. Heute verstehe ich es mehr, auch den Humor und die Art und Weise, aber damals war das für mich so, nee, Digga, so Kiko, so irgendwie. Also war ich zumindest. Du weißt ja, wie kritisch ich damals war. Ich habe ja jedem einfach meine Meinung vor die Nase gehauen, wie wack ich alles finde, so nach Motto, heute finde ich das auch voll unsympathisch von mir, so nach dem, weißt du noch, in der Schweiz, wo wir in der Schweiz waren. Ja, ganz unangenehme Situation. Da waren dann irgendwelche Leute und Kasa fragt so, ganz auf entspannt, man redet so mit irgendwelchen Leuten, ne, und was hört ihr so? Dann sagt er so, ja, ich höre das. Ah, überwack, Digga, das ist so ein wacker Scheiß. Und ich bin mir so, Digga, Alter, bleib auf dem Boden, du musst ja nicht gleich den Leuten ins Gesicht drücken. Ja, aber ich glaube, da ist er mittlerweile auch ein bisschen humaner unterwegs, ne? Ja, ich habe es gerade kurz und knackig erzählt, dass du da gerne den Leuten direkt, ohne Wenn und Aber, auch wenn sie es nicht wissen wollten, gesagt hast, wie scheiße du es findest, was wir hören. Ja, da war ich echt noch ein bisschen kindisch unterwegs. Ne? Heute denke ich mir, soll doch jeder feiern, was er will. Ja, klar. Nee, fühle ich. Aber das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Ne? So, ich meine, ich bin 2 Jahre älter. Vielleicht hast du 2 Jahre länger auch. Vielleicht wäre ich 2 Jahre vorher auch so. Hätte ich mich vielleicht auch so verhalten, weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, wir beide sind sowieso in der Hinsicht immer ein bisschen unterschiedlich gewesen. Kasa war immer so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, eher so der Progressive, eher so nach vorne, eher so die Meinung nach außen. Ich war eher mal so ein bisschen angepasster von meinem Charakter, würde ich sagen, oder? Also ich war eher so ein bisschen zurückhaltender, auch mit meiner Meinung. Ich habe mir da noch gerne mal gedacht. Diplomatischer, glaube ich, einfach. Ja, ich habe mir gerne mal gedacht, so, ey, ich sehe es so, aber ich glaube, ich halt lieber die Fresse, so, ne? Und ich glaube, beides hat so seine Vor- und Nachteile, ne? Also je nachdem, so bei dir weiß man auf jeden Fall, was man zu erwarten hat. Bei mir weiß man, okay, mit dem kann man nicht so schnell in Streitsituationen landen, so nach dem Motto, ich glaube, da hat jeder Charakter so seine Eigenart und seine Stärken, seine Schwächen. Aber man wächst ja jeden Tag und arbeitet an sich so und versucht. Ich hab vorhin auch schon erzählt, dass es, wenn ich streame und so, da ein bisschen Ängste vorhabe, dass ich vielleicht nicht diplomatisch genug bin, weil ich da echt jemanden vielleicht auf die Füße trete oder so. Aber vielleicht muss ich da einfach reinwachsen. Ich mache mir vielleicht wieder zu viele Sorgen. Ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich kenne diese Ängste auch. Ich kenne das ja auch. Aber ich bin dann halt einfach so, dass ich so sehe, ich versuche mir halt von vornherein keine Dinge zu geben, die ich abgrundtief scheiße finde. So, weißt du? Also weil ich mir dann denke so, ich habe einfach selbst keinen Bock auf den Vibe. So. Weil, also ich rede aber nur von mir, ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel keinen Bock, mir jemanden reinzuziehen, der den ganzen Tag nur toxisch am Rumhaden ist. So. Aber ey, im Endeffekt gibt es bestimmt auch viele Leute, die das feiern. Die sagen so, ey, ist egal, so auch wenn da die letzten Videos sehr negativ waren, ich feiere das, dass der einfach so seine Meinung raushaut. Ich bin halt eher so, ich gönne mir dann eher Sachen, die ich mag oder Sachen,
mit denen ich irgendwie in irgendeiner Form was anfangen kann. Ich hatte das Problem zum Beispiel in der JMA. Da waren ja ganz viele Songs, und du kennst meinen Musikgeschmack, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. So. Und dann versuchst du natürlich irgendwie fair zu bleiben. Ne? Du willst ja keinen Wund machen. So ist mir nicht immer gelungen, so hier und da ist es dann doch mal rausgeplumpst, so dass ich ja einfach sagen musste, boah, sorry, Alter, ich finde das voll wack so. Also mit vielen Reactions von der JMA war ich, da bin ich nicht mit deiner Meinung gleich. Also da dachte ich mir so, hä, okay, wieso feiert er das jetzt? Ja, ich glaube eigentlich zum Beispiel bei Written, da haben wir auch schon unsere Diskussion gehabt. Ne? Ich glaube, da fandest du vieles nicht so geil. Ich habe das sehr gefühlt, aber ich glaube, das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Es gab zum Beispiel auch viele JMA-Runden, mit denen ich nichts anfangen konnte, bei denen ich halt gesagt habe, sorry, Alter, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll, weil es halt gar nicht, mein, das ist so, als würde man mir jetzt so Hard Metal oder Hard Rock zeigen, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Das ist halt nicht mein Ding. So. Ne? Es ist immer schwierig, aber ich glaube, da findet jeder seinen Weg. Ne? Also einfach anfangen und dann findet man da schon für sich so seinen Weg, wie man da Bock hat zu reacten oder seine Streams zu gestalten. Ich mache mir zu viel Gedanken einfach. Das ist auch immer so, es läuft sowieso immer alles anders, als man denkt. Also ich muss, genauso wie ich jetzt heute hier reingekommen bin, ganz spontan, ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht, so wirklich, genauso muss ich auch streamen, einfach rein da und let's go. Ja, ich glaube, wir sind halt Kopfzerficker, wir beide. Wir sind einfach Menschen, die sich viel zu viele Gedanken machen. Das haben wir von Mom, ist so. Mom, die ganze Familie ist so. Danke an der Stelle. War vorhin auch drin, ne? Hast du gesehen? Ja, Mama guckt öfter mal rein hier. Was gibt es gegen Written? Nee, es gibt nichts gegen Written, sondern es ist einfach unser Geschmack anscheinend anders oder unsere Meinung zu der Mucke. Ich würde da vielleicht mal was dann in meinem Stream zu sagen, halt, warum ich das Sachen mal nicht so feier oder so, ne? Aber kein Lied oder sowas. Nee, ist ja auch voll okay. Haben wir ja schon besprochen, dass du da für dich auch ein bisschen Content übrig lässt. Und JMA ist ja auch ein cooles Ding für dich, weil du hast teilgenommen. Hast du dir mal überlegt, zu JMA 2 Reactions zu machen? Wäre doch bestimmt auch interessant als alter Teilnehmer. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Könnt oder? So, wäre doch, glaube ich, keine schlechte Sache. Hat Jay dich gefragt, ob du Jury machst oder so? Warst du nicht sogar? Ich war Jury, ja. Ach, du warst sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Ah doch, in der Cassius Clay. Da war Cassius Clay, glaube ich, auch dabei in der Woche. Wer war denn noch da, Digga? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Schon wieder zu lange her. Das mit Twizzy und Kuchen-TV, oder was? War das die Runde? Ich weiß es nicht. Ach nee, das war Reportagen, glaube ich. Das war meine Runde, meine Woche, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht, dass er mich in deine Woche reingepackt hätte. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. AT Rapido, irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Aber guck mal hier, es ist immer so krass. Ne? Der Chat weiß immer mehr als man selbst, Mann. Das ist so krass. Ja, ja. Auch wenn ich so JPB-Sachen gucke, denke ich mir so, Digga, wie können die so viel wissen? Die wissen ja wirklich alles. Das ist wirklich verrückt. Ja, ja. Hast du schon erzählt, was du machst? Also was du vorhast? Ich gehe heute in The Menu ins Kino. Den Film The Menu. Ich weiß nicht, ob du den Trailer daraus gesehen hast. The Menu. Nee, kenne ich gar nicht. Ich gucke mir gerade ein Cover an. Mit dem Darsteller von Voldemort. Der macht damit. Okay, ja, ich sehe es gerade auf dem Cover. Ja. Anya Taylor-Joy macht mit, momentan auch einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Also scheint wohl vielleicht ein bisschen trashig, mal gucken. Ja, ich glaube, du bist sowieso, ne, was so Filme betrifft, du bist da sehr viel am Gucken, oder? Also du guckst schon viele Sachen. Ja, meine Freundin schon. Ja, ja. Auch Serien und so, die ist da ja voll drin mit Regisseuren und mit Drehbuchautoren und wer wie. Ja, ja, sie ist da voll drin, ne? Ja, ich bin da ja eher so. Also ich guck nicht so viel. Hier und da, ne, gibt es mal eine Serie, die ich durchknalle, aber ich bin echt nicht so viel am Gucken. Ja, mal gucken. Erzähl auf jeden Fall, wie es war. Mach ich, ja. Geh mit der Mama, die kommt dann auch von Becky. Also von ach, süß. Ach, cool. Macht ihr so ein bisschen Family-mäßig. Genau. Nice. Was ist euer Lieblingsfilm? Meiner ist The Green Mile. Oha, so ein alter Klassiker. Boah, ich glaube, ich finde Lieblings immer so schwer. So mit 10 Jahren konnte ich das noch einfach sagen, weil da gab es ja noch nicht so viel. Aber jetzt so mit 32, ich habe halt so viele Filme gesehen, die ich halt geil fand. So, das ist voll schwierig, finde, einen einzigen zu nennen. Kennst du, hättest du einen? Oder? Ja. Ja, welchen? Schon. Welchen? Ich glaube, ich würde wahrscheinlich schwanken zwischen Die Verurteilten und Gladiator. Ich liebe die. Also auch eher so die Klassiker. Ja, sind ja auch krasse Filme. Ja, haben wir ja schon in der Kindheit gesehen mit Mama so. Das waren, sind ja auch geile Filme. Also Die Verurteilten ist immer so ein Film, den gönne ich mir alle paar Jahre mal. Also so alle 6 Jahre gefühlt oder sowas gucke ich mal bei den Verurteilten rein. Und dann kann ich es aber, das wäre kein Film, den ich öfter gucken könnte. So, weißt du, weil der ist ja auch sehr lang und so. Aber immer wieder geil. Ist alles erfunden, ne? Ist alles erfunden. Ich habe mich mal informiert über die Story. Ich glaube, es gibt so einen wahren Punkt, so, ne? Aber im Grunde, ja, aber das ist voll oft so. Aber das will ich ganz kurz erzählen. In dem Film ist er da 30 Jahre drin oder irgendwas. Ja. Oder 20 Jahre, 15 Jahre drin. Aber in echt war der bloß 6 Monate oder so da drin. Und hat sich dann da rausgegraben und das war's dann. Okay, und wurde der dann gefunden in echt? Also in der Realität? Ich glaube nein.
Okay, ja, krass. Ich glaube, der hat es geschafft, aber ja. Ja, aber das ist voll oft so, ne? Also bei mir ist immer so, wenn ich bei einem Trailer sehe, das ist ein Film auf wahrer Begebenheit, dann haben die mich immer schon. So, sobald es so, und ich glaube, das wissen die ganz genau. Und deswegen reicht schon so eine kleine Wahrheit in dem Film, um das reinzuschreiben. Und viele Leute sind ja, ja. Ja, Shutter Island fand ich auch geil. Ja, ich mag so Kopffick-Filme, so Brainfuck-Filme. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin mittlerweile schon so ein bisschen auf diesem Film, wenn der problematische Schauspieler hat, einen Film oder so, dann ziehe ich mir den nicht mehr rein. Also ich bin da schon so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt Cancel Culture auf dem Top, aber halt schon, dass ich darauf achte, wer macht denn da mit und kann ich das supporten, was der da macht oder kann ich es nicht. Darüber mache ich mir eigentlich kaum Gedanken. Also ich müsste überlegen, wen. Doch, vielleicht bei Dings. Wie heißt denn dieser eine Darsteller, der diese hier wegen Missbrauch an jungen Männern, der diese American Beauty. Ja, genau, der zum Beispiel. Da hätte ich schon ein wildes Gefühl im Bauch, so wenn ich mir einen Film reinziehen würde. Aber so einen großen, sowas, also bei solchen großen Sachen, da denke ich mir echt... Kevin Spacey, genau. Da hätte ich zum Beispiel, da hätte ich auch ein mulmiges Gefühl. Aber so im Großen und Ganzen könnte ich da jetzt wahrscheinlich nicht viele Namen nennen, die mir da irgendwie, ja, bei denen dann nicht ausgeschlossen wäre, einen Film zu gucken. Ja, ich weiß, du bist ja auch im Musikbereich heftiger schon, unterwegs und das ist da schon so... Schon politischer geworden, so von den Einstellungen. Leute, die du da ausschließt, weil du sagst so, ey, der hat mal irgendwas... irgendeine Aussage getroffen oder sowas, die mehr über ihn oder seine Einstellung aussagen. Ich bin da auf jeden Fall nicht so streng unterwegs. Ja, da haben wir beide, sind wir beide ein bisschen unterschiedlich. Bei Gio ist das eher so, dass er vorher auf IMDb guckt und das davon abhängig macht. Genau, das ist ich bin so ein Bewertungsnazi, Alter. Aber ja, ist so, ich habe auch ein bisschen. Ja, oder Bill Cosby, klar, wenn solche Dinge, die wirklich medial groß waren, da ist es dann bei mir natürlich auch so, aber ich bin halt auch gar nicht so, dass ich jetzt so diese einzelnen Stars weiß, was die alle so verbrochen haben sollen. Ja, da bin ich gar nicht tief genug drin, so. Die großen Dinge kenne ich dann, aber sonst, American History X, müsstest du als Klasse doch auch kennen, fand ich damals auch einen übelst geilen Film. Ich hatte sogar einen riesen Poster immer hinten bei mir dran, ne? Weißt du es noch, Digga? Dieses American History X Poster? Ja, auf jeden, klar. Ja, fand ich übergeiler Film, mega nicer Film. Ich hatte damals als Kind, weißt du vielleicht noch, da wo ich noch in deinem alten Zimmer gewohnt habe, hatte ich hinter dir, genau, nee, da wo jetzt dein PC steht, da war ein ganz großes, menschengroßes Poster von der Blauen aus Sailor Moon. Kannst du dich noch erinnern? Boah, ich weiß das ehrlich gesagt menschengroß aus irgendeiner Zeitschrift damals. Ja, ja, hatte ich mir aufgehangen. Ja, weißt du noch, unsere ganzen Fensterbänke vollgeklebt mit Pokémon-Stickern? Die hingen da 20 Jahre alt, weil man die nicht wegbekommen hat. Ich habe so gekämpft. Erinnerst du dich noch an diese Fensterbilder, die man so gezeichnet hat mit so einer Flüssigkeit? Ja, und dann sind die irgendwann mit der Glasscheibe verwachsen. Man konnte sie nur noch absplittern. Und so. Ja, ja, genau. Also crazy. Sailor Merkur, genau. Sailor Merkur. Window Color, genau, ja. Sailor Moon war eins der ersten wirklichen großen Animes, die in Deutschland liefen, ne, damals. Das war voll bahnbrechend. Aber heißt es nicht Anime? Ich habe voll Ärger bekommen, als ich Animes gesagt habe. Da sind voll die Leute ausgerastet. Ich kenne mich ja nicht aus. Mag sein, dass die Mehrzahl vielleicht falsch ist. Ja, also mein Chat ist da mal ganz wild unterwegs. Animes, das heißt Anime. Ja, also ganz, ganz schlimm. Oder ich nenne irgendeinen Film, das ist kein Anime, das ist Zeichentrick. Also, da muss man, die sind da ja ganz wild unterwegs sein. Da kannst du in so viele Fettnäpfchen treten, da musst du aufpassen, Digga. Siehst du da, Animes, die Mehrzahl ist Anime. Siehst du, da fängt schon an. Trigger Evolution, ja, ich habe sogar immer noch Yu-Gi-Oh! Karten, die sind alle bei Gio zu Hause. Stimmt. In einer großen Truhe. Ja, in der Truhe hier, ja. Sind da auch Pokémon-Karten drin? Ja, nee. Schade. Sticker. Die Kleine sammelt, hab ich dir gar nicht erzählt, die Kleine sammelt voll Pokémon-Karten, ne? Die sind voll. Echt? Ist auf dem Schulhof. Hat die nicht jetzt bald Geburtstag irgendwann, ne? Ja, den Monat. In 2 Tagen, Digga. Ja, genau. Also am Montag. Am Montag. Auf jeden Fall durch, das ist ja das Problem, ne? Dass sie jetzt momentan so krank ist und hat in 2 Tagen Geburtstag. Mhm. Also könnte alles in die Hose fallen, der ganze Geburtstag und so. Der Dragon Ball Z war unsere Kindheit, oder? Das war das erste Mal, dass wir beide richtig was zusammen gesuchtet haben, oder? Bin ich heute auch eher am Haten, aber ich würde sagen, das war das erste, wo wir wirklich in waren, ne? Das haben wir gesuchtet. Also ich habe gehört, GT Müll, ja, ich habe es ja auch mal reingeschaut, war auch Müll, also für mich jetzt. Und Super soll wieder ganz okay sein, habe ich aber nicht geguckt, keine Ahnung. Oh, Digga, Super, da ist meine Frustrationsgrenze schon längst überschritten. Ich finde es wirklich richtig wack, einfach aus dem Grund, weil alles einfach nur recycelt wird. Jeden Gegner, den wir kennen aus Dragon Ball Z, wurde einfach recycelt mit neuer Color, hat eine neue Form mit einer neuen Farbe. Es ist so low, es ist einfach einfallslos. Ich sag dir, wie es ist. Typisch One-Piece-Fan, hated DB. Ist das so typisch? Ist das so ein typisches Ding? Ja, ist schon typisch, ja. Oder du bist voll Naruto und dann hatest du One-Piece auch. Also ja, ist das so? Eins von den, ja, warum ja, muss es so. Denn überall immer so Machtkämpfe, so Grabenkämpfe geben? So, das ist besser, das ist besser. Ich verstehe das immer nicht. Ich denke mir so,
Ich denke mir so, Anime Allgemeinmüll. Nein, Spaß. Hey, hey, pass auf. Nein, ich habe ja schon öfter gesagt, ich wollte mal One Piece anfangen. Eigentlich nur wegen dir, weil du mir ja immer so die Ohren voll jaulst. Von wegen, guck, One Piece, Digga. Dann habe ich ein bisschen mit dem Chat gelabert. Die meinten, da gibt es ganz viele Filler-Folgen, die kann man überspringen. Da gibt es Seiten, die einem das so direkt überspringen lassen. Bin ich und auch so kritisch momentan, ne? Also, was da jetzt gerade alles passiert, gefällt mir auch nicht. Obwohl ich da so ein riesen Fan bin, ne? So gibt es viele Sachen, die mir nicht gefallen momentan. Also, man merkt, es geht aufs Ende hinzu und teilweise werden Sachen total gerusht und. Okay. Neue Fragen aufgeworfen, wo wir eigentlich Antworten bräuchten. Ja, du bist so ja, also es ist so, du bist ja auch allgemein wirklich so ein Fan, ne? Also wirklich von dieser ganzen Anime-Geschichte oder die Sachen, die du magst. Im Hintergrund hast du auch voll die Figuren und so, ne? Du bist ja wirklich so ein richtiger Fan. Ich habe gar nichts, was ich irgendwie so richtig sammle, außer Subs. nein, aber ich wirklich jetzt, ich habe keine Figuren, die ich irgendwie sammle, ne? Ich bin nicht irgendwie so richtig Fan von was, obwohl ich das damals geil fand. Elfenlied, da kennen wir noch den Song damals von Sunny, weißt du noch? Gelesen die Mangas, den Anime habe ich nicht geschaut, aber die Mangas habe ich gelesen, sind sehr crazy, ne? Also macht schon echt Bock, das zu lesen. Ja? Ja. Aber gibt es auch als Anime, oder? Also richtig verfilmt. Ja, aber da ist einiges gekürzt und verändert worden, weil der Manga schon sehr viel Nacktheit, sehr brutal, sehr splattermäßig und so weiter, wo man es gar nicht denken würde bei dem Elfen. Das klingt so schön, aber das ist wirklich übel brutal. Da echt, werden ja? Körperteile fliegen da rum und so weiter. Ja, aber ich glaube, da wurde einiges geändert in der Anime-Fassung. Wie ist dein Twitch-Name? Weil der ist ja, hat sich ja irgendwie geändert, ne? Kasarap 922. Genau, vorhin habe ich den auch schon mal gepostet, aber können wir gerne nochmal machen. Ja, Kasarap 922. Genau. Ist irgendwie so entstanden, weil ich leider nicht mehr auf meine E-Mail-Adresse damals kam. Ja, ich weiß. Ich habe euch das mal in den Chat gehauen, Leute, ne? Lasst gerne ein Follow da, weil wenn der Kasar mal wieder Bock hat, dann ja, seid ihr da direkt am Start. Ist recht sporadisch bei mir, ist noch nicht alles eingerichtet und so, aber ja. Ja, aber ey, vielleicht startest du irgendwann und dann haben die Leute schon mal deinen Kanal auf dem Schirm. Ja, ich muss sagen, das hat mir jetzt schon mir sehr viel Selbstbewusstsein dazu gegeben. Auch wie freundlich die Leute sind mit Fragen. Ja, man macht sich halt immer zu viel Gedanken, ne? Und denkt dann so, wie kommt man an? Voll, und am Ende ist es dann immer, ja, deswegen, ne? Ich kann dir echt nur ans Herz legen. Fang an, Digga.